Da hoch. Stöchen. Und die anderen müssen sich nicht verbeugen. Ah, okay. Ja, gut. Vor allem die Verbeugung wirkt ein bisschen steif. Ja, wie sollst du das denn auflockern, wenn du dich einmal so nach vorne beugen musst? Kann er vorher noch einen Cha-Cha-Cha tanzen? Dann ist es aufgelockert. Nur das will ich sehen. Nein, Dera, nein, das willst du nicht sehen. Kann doch nicht mal ein Wiener Walzer. Disco Fox gar nicht. Disco Fox kriege ich hin. Das ist ja im Hintergrund. Da habe ich gerade so gar nicht drauf geachtet, aber stimmt, die ist kleine Knisse da. Trottelfuchs geht nicht. Ey, komm, aber das kann ich wenigstens. Das ist einfach. Ah, das andere. Tango kann ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was gibt's doch alles für Tanzarten. Ich glaube, Rumba? Rumba? Samba gibt's auf jeden Fall. Kann ich aber auch nicht. Ich bin so ein. Ich falle sogar schon im Stehen um. Ich habe das schon in den Füßen bald mit Tanz weiterzumachen. Du tanzt, Dera? Sehr cool. Ich möchte eigentlich auch gern mal zur Tanzschule, aber Frisches lässt sich dazu leider nicht erweichen. Er hat es mir zwar vor 3 oder 4 Jahren zum Geburtstag mal geschenkt, aber. Er ist ein Tanzmuffel. Und da ich nur mit ihm dahin gehe, werde ich wohl niemals in den Genuss kommen, eine Tanzschule zu besuchen. Seit 13 Jahren mit 15 angefangen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich beneide dich. Hätte ich auch gerne. Aber ich durfte früher noch nicht mal in den Turnverein. Also. Ne? Bin froh, dass ich weiß, dass er nicht mehr blau ist. Beziehungsweise blau aussieht. Und dass da so weiße Wölkchen am Himmel sind. So Turnierniveau, dann durfte ich nicht mehr. Warum durftest du denn nicht mehr? Tja, das lief nicht gerade gut. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Gossetsu hat bestimmt einen guten Grund, uns hierher zu schicken. Es muss einen Weg geben, dafür zu überzeugen. Da bin ich ja froh, Alter, ist das hell, dass ich nicht die Einzige bin, die noch Hoffnung hat. Bisher haben wir mit den Konföderationen nur unsere gegenseitige Position ausgetauscht. Die eigentliche Verhandlung kommt erst noch. Alter, ist das Eieiei, wird man ja blind bei. Ich wollte doch nur das Leben vereinfachen. Deswegen, dass ich ja, guck. Beinverletzung. Das tut mir leid, Lehrer. Verletzungen am Bein sind nicht schön. Wir müssen mehr über die Konföderation herausfinden und ihr Vertrauen gewinnen. Was wollen wir was wollen die Piraten? Was sind ihre Schwächen? Ich schlage vor, wir hören uns hier in der Siedlung um. Juhu! Ja, yippie!
Die Situation im Schützenfest ist immer witzig, wenn man komplett schwarz auftaucht und immer komisch angeguckt wird. Wenn man sagt, man kann tanzen. Ich stelle es mir bildlich vor. Also, Schützenfest war für mich immer relativ peinlich, weil wenn du dann zum Tanzen aufgefordert wirst von den Schützen teilweise und du sagst, jo, ich kann nicht tanzen, und dann, ach, jeder kann tanzen und ich dieser Person mindestens 16 Mal schon auf den Fuß gelatscht bin. Ja. Oder, was ich auch schon geschafft habe, das war aber, bevor ich Frisches kennengelernt habe, einer Kellnerin das Tablett mit Bier einmal komplett weggeworfen, weil ich zu blöd war zu tanzen. Aber komplett so zurück. War, glaube ich, ein halbes Jahr, bevor ich Frisches kennengelernt habe. Sie fand es nicht so witzig. Und die Leute, die auf ihr Bier gewartet haben, auch nicht. Und ich auch nicht, weil ich habe gerochen wie eine Kneipe. Es ist dann natürlich nicht in die andere Richtung. Es ist dann natürlich genau einmal komplett auf mich drauf. War nicht schön. War echt nicht schön. Also, ja. Bevor du was kennengelernt hast. Frisches, also mein Freund, mein Verlobten, der heißt hier im Stream Frisches, oder halt Frisches vom Fass. Ich weiß nicht, ob du den zwischendurch auch schon mal gesehen hast. Um diese Uhrzeit ist er selten da, weil, na gut, jetzt ist er gerade bei seiner Oma, glaube ich. Aber für gewöhnlich lurkt er entweder oder sitzt hier im Chat und lässt seine Katze sterben. Und ja, das war halt ein halbes Jahr, bevor ich ihn kennengelernt habe. Aber ich glaube, das war die Schützenfest. Ich glaube, das war Oktoberfest bei uns. Oh, das ist mega cool. Oktoberfest, ja. Ja. Oktoberfeste sind hart. Zumindest bei uns manchmal, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist. Aber Frühlingsfest ist auch so eine Sache. Das Einzige, wo ich nie hingehe, ist Weihnachtsmarkt. Das ist mir immer zu überfüllt. Da sind sogar die Schützenfeste leerer als der Weihnachtsmarkt. Und ich gehe nicht so auf überteuerten Glühwein. Außer auf dem Mittelaltermarkt, der ist gut. Ja, auf dem Mittelmarkt ist... Mittelmarkt, genau. Mittelaltermarkt ist echt. Das ist lecker. Ja, gut, ich weiß gar nicht. Selbst vor Corona, wann war ich das letzte Mal auf dem Schützenfest? Ich glaube 2018? 2019? Weiß ich gerade gar nicht. Ich war zumindest auf dem Dorfschützenfest. In Niedersachsen ist es langweilig, muss man nach Bayern. Bayern Oktoberfest war ich schon. Zweimal. Einmal in München und einmal im Urlaub. Da hatten wir Späturlaub gemacht. Das ist cool. Allgemeinfeste in Bayern sind geil. Feste in Bayern sind echt. Nüchtern kommst du da nicht wieder weg. Wobei in Niedersachsen, wenn du mit den richtigen Leuten und auf dem richtigen Fest bist, geht das auch. Aber wie gesagt, ich habe einmal das Münchner Oktoberfest mitgemacht. Ich war leider noch minderjährig, aber ich habe meine Großeltern, glaube ich, noch nie so betrunken gesehen wie an dem Abend. Was ich da halt richtig geil fand, war die Laugenbrezeln. Genau, bayerische Laugenbrezeln. Ein Genuss. Also die sind so lecker, da kommt nichts dran. Also an Brezeln. Nee. Und ich habe schon so viel Laugen gegessen, aber das... Sowas Geiles wie in München auf dem Oktoberfest habe ich noch nie gegessen. Ich habe auch selbst gemacht. Einfach nur geil. Ich müsste ja heute eigentlich noch Indies machen, ne? Ich will nur nicht.
Hose. Irgendwo in der Nähe eine Winterjacke. Ich muss gleich noch auf den Teddy machen, gar keinen Bock. Nee, da habe ich auch nie Bock drauf. Auf die Haupt-Daily. Ich weiß auch nicht, wann ich die das letzte Mal gemacht habe. Das ist so. Bin ich hier richtig? Südost. Ich sehe alles, aber keine Windeta-Quelle. Da! Sie hört schon. Ah, okay. Ja, oh, nee. Heute Morgen habe ich paar gemacht. Aber sonst. Wie gesagt, Haupt-Daily. Mir ist das halt immer zu lang, wenn ich in die falsche Hauptdaily komme. Ich hab da nie Bock drauf. So viel Geduld besitze ich nicht. Weil ich kann mich zumindest gleich mal für ein paar Sachen anmelden. Sag nebenbei Switch Pokémon. Das ist. Hab ich leider nicht. Also ich habe keine Switch leider. Fehlt noch in meiner großen, gigantischen Sammlung. Für 6 Tage gekauft. Also noch frisch und blutjung. Mit Trailer hochgeladen und wird im Oktober released. Stimmt, das habe ich auch schon gelesen. Fürs Spiel zucke ich auch immer Fire Emblem. Ja, ich habe leider nicht so viel, was ich nebenbei zocken könnte. Und im Stream ist es sowieso scheiße, wenn ich dann halt zum Beispiel, ne, in das lange Ding da reinkomme. Und dann stehe ich da und kann nichts machen, außer zuhören. Das habe ich den Leuten hier, glaube ich, schon zu Genüge angetan. Ja, das stimmt. Mittlerweile habe ich euch da, ja. Wie lange habt ihr... Oh mein Gott. Nee, also wirklich nein. Das ist grauenvoll. So, ich möchte jetzt aber erstmal die fernöstliche Verbeugung haben. Bevor ich mich jetzt irgendwo anmelde. Ganz länger AFK sein. Außer du streamst den Gang. Deswegen mache ich die halt nicht. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen ich die zurzeit nicht. Also, ne? Zurzeit nie habe. Weil ich FF14 meistens nur im Stream spiele. Im Stream habe ich keinen Bock drauf. Weil ich nichts anderes machen kann, als da drauf zu starren. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blew hard, her bow dipped down below me. Bully boys blow. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The weatherman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Men come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. So, ich rede mal ein bisschen schneller.
gleich mal nachfragen, wie lang die Bauarbeiter draußen noch sind. Weil ich nämlich die Garage zuschließen muss. Das werde ich dann nochmal vor der Daily machen. Einmal kurz nachfragen. Weil ich bin noch allein hier, weil Fuchs ja noch nicht da ist. Ich weiß auch nicht, wann er kommt. Er liest nur Nachrichten, antwortet du nicht drauf. Weil wir so ganz schön. Deswegen frage ich mal kurz, wie lange die noch bleiben. Weil nicht, dass irgendwas dann aus der Garage geklaut wird. Da hätte ich jetzt eher so weniger Lust drauf. Das findet hier nämlich ein Garagenverkauf ohne Verkauf statt. Huch. So, aber vorher will ich einmal die Verbeugung hier. Oh, ist die toll. Hier, warte mal, dann nehme ich die Verbeugung raus. Und pack meine fernöstliche Verbeugung rein. So. So, bevor ich mich gleich anmelde, werde ich, wie gesagt, einmal nochmal kurz oben. Sobald die weg sind, da haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe. Also, bis gleich. So. Braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, dann melden wir uns einmal an. Warte mal. Da lang. Der normale Red geht ja schnell. Hoffe ich. Und einmal runterspringen. 13 Minuten. Echt? Aber ich dachte, der normale Raid geht doch noch ein paar Minuten. Also eigentlich. Wenn man sich nicht allzu blöd anstellt. Hier geht's mega schnell. Eigentlich doch. Dreimal hatte ich das Vergnügen schon. Ich glaube, viermal sogar. Hm, wo ist der andere? Da hinten. So, das nehmen wir auch einmal an. Position auf der Warteliste 11. Na dann. Pferdchen. Wir fliegen können. Zielort. Nein, ich will gerade nicht kämpfen. Nein, ich will gerade nicht kämpfen. Lass mich mal.
Nordost könnte dann irgendwo da oben sein, dann. Schätze ich. Noch 7. Pärchen. Bye bye. So, das eine können wir schon mal abgeben. Holen wir noch die Windeckkohle und die andere Quest. Okay. Gut. Ich habe nichts gesagt. Da ist ja doch was. Nein! Wieso ich denn da hinkomme? Ich brauche die Dinger, um zu fliegen. Woher kann ich doch gar nicht fliegen? Ja, lustig. Da. Ah, schon. Bloß nicht drunter fallen. Nimm. Am Boden. Ein aggressiver, in der Luft schwebender Hai. Die Musik. Ja. Ey, ich hab doch. Ey. Aber ich hab doch. Ich hab mich doch umgewechselt wieder. Geht das nicht? Was ging da sonst immer? Du verarsche. Okay. Machen wir's so. Ach so. Ah, okay. Okay. Ja, dann weiß ich's. Okay. Dann habe ich den Fehler. Okay. Ja, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mit Bade gesucht. Wieso habe ich denn mit Bade gesucht? Das war Ravanna, oder? Ja, das war Ravanna. Die Musik finde ich echt mega cool. Ja, stimmt. Ich glaube, ein Grund, warum ich diese mag.
Schön, dass du da reinschaust. Ja, ihr. Dir ebenfalls einen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Dann schicken, essen wir uns mal zu. So, ich hab's. Ja, soweit auch. Soweit auch. Was gibt's denn Leckeres? Ich muss auf mein Essen noch warten. Wolfgang ist noch nicht zu Hause. Leider. Auch lecker. Auch lecker. Hatte ich, glaube ich, gestern hatte ich. Gestern hatte ich Nudeln. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall guten Appetit. Später. Ich hoffe, dass Frisches mir meine Pizza bestellt hat. oder es hieß, dass er heute bestellt. Ich hoffe, dass er das getan hat. Weil ansonsten gibt's Haue. Ich weiß halt nur nicht, wann er wiederkommt. Ich muss jetzt halt zwischendurch noch ein bisschen aufpassen, weil ja noch unsere Bauarbeiter hier sind. Gerade den Zaun machen. Beziehungsweise, ich glaube, eben hatten sie noch kurz mit Nachbarn geredet, deswegen wollte ich da nicht stören. Deswegen schaue ich ab und an mal kurz hoch. Weil nicht, dass irgendwas noch aus der Garage geklopft wird, weil die ist noch offen. Hier habe ich ein bisschen Schieß. Aber, ja, mal schauen. So, eins könnte ich ja da hinten kurz abgeben, ne? Ich weiß aber leider auch nicht, welche Pizza. Ich habe es einfach blind quasi aufgetragen. Bin gespannt, was es am Ende geworden ist. Wenn ich eine habe. Ansonsten muss ich gucken. Aber der Herr Frisches antwortet auch zurzeit nicht. Seit 3 oder 4 Stunden. Eine Schokopizza von Wagner. Nee. Ich glaube, eine frisch bestellte ist es, hoffe ich. Hoffe ich. Ich gehe ganz fest von aus. Hier was für dich?
Okay, und da ganz hinten ist da noch was. Dieses kleines Löwchen. Richtung Osten. Okay, das ist dann irgendwo da hinten. Kann ich leider noch nichts nachsuchen. Da sind die auf der anderen Seite. Oh, Zeichen. Das war mir so groß wie ich selber. Lecker. Und dann wird es dann Bulldoggenrobbe. So ähnlich. Wir nennen es einfach mal so. Ist gar nicht. Yuki. Yuku, Yuki, doch, Yuki. Yuki. Ja, so heißt es auf jeden Fall irgendwie. Laut der Überschrift da. Nein, 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 ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Atta. Yep, hier. Hast du da einmal? Der Toll, eine gekochte Turbanschnecke. Was will ich denn mit einer Schnecke? Das hier halte ich für nicht besonders wichtig. Holzschale voll stinkender Fische. Was gibt's Besseres als stinkender alter Fisch?
So, aber. Okay, gut, wir sind auf jeden Fall gleich auf dem Weg. Das ist schon mal sehr gut. Ich muss gleich, wie gesagt, nur kurz nochmal die Garage zu machen. Falls hier noch offen sein sollte. Und nicht, dass irgendwas geklaut wird. Oder dass sich jemand an unserer Gefriertruhe bedient. Die steht nämlich in der Garage. Das wäre nicht ganz so witzig. Also ein paar Sachen werden nicht so wild, da ist man froh, wenn sie sexy sind, aber ich glaube, sie will auch keine haben. Das ist das andere Problem an der Sache. Deswegen schaue ich einfach gleich nochmal. Dazu ist Frage, wie lange die da noch machen wollen. Da ich ja eben gerade im Gespräch war, wollte ich da jetzt nicht so unbedingt spüren. Deswegen war ich auch schneller als gedacht wieder da. So, wo muss ich da hin? Muss ich hin? Ich bin ja froh, dass ab nächste Woche dann wieder Ruhe ist. Dann kann man wieder in Ruhe streamen, ohne dass jemand reinplatzt. Weil vorhin am Anfang war es nämlich auch witzig. Da kam einer von den beiden nämlich rein. Und ich einfach so, oh Gott, warte, okay, wo ist die Pause-Taste? Vorher möchte ich jetzt mal diese Beste fertig haben. Okay, das dauert glaube ich doch ein bisschen, ne? Warte mal, ihr habt doch. So. Mein Goldes. Golden ist so kein. Keine Flügel. Ah. Also, erst gegen dich. Okay, jetzt können wir wieder zurück. Ich könnte mich eigentlich auch dahin teleportieren, ne? Warte mal, wie weit ist es von hier bis zum... Okay, machen wir gleich. Ich will erstmal nur wissen, ob ich die Karotte zumachen kann. Ich hab echt ein bisschen. Hey, größtenteils eigentlich auch nur wegen dem ganzen Werkzeug von Frisches, was da noch drin liegt. Ach da.
Ich glaube, das endet wieder in einer Sequenz. Deswegen gucke ich einmal ganz kurz. Ich weiß, es nervt. Ich kann da selber nichts für. Wie gesagt, ich beeile mich. Wie ein Schnuschfrack wieder da. Bis gleich.